Titelverteidiger Tschechoslowakei. Meine Damen und Herren, Sie wissen den bisherigen Verlauf dieser Weltmeisterschaft. Die GSSR hat eine überraschende Niederlage gegen Schweden mit 0:2 erlitten und die Sowjetunion gegen Weltmeisters und sie ist drauf und dran, hier den Titel sich zurückzuholen. Die Auspizien sind für die Sowjetunion sehr günstig. Ganz kurz, Jerzy Holeček im Tor und im ersten Sturm wieder rechts außen Klapatsch und im dritten Sturm spielt wieder Farda anstelle von Novak Mittelstürmer. Sind die Herren Bader aus der Bundesrepublik Deutschland und Lee aus den Vereinigten Staaten. Und im Bild haben wir den Betreuer der GSSR-Mannschaft. Und hier der Coach der sowjetischen Mannschaft, Sevolod Bobrov, seinerzeit einer der größten Inder, dem Routinier von Sparta Prag, wieder vertraut. Und hier im Bild sein numerisches Pendant bei der Sowjetunion, die Nummer 3, das ist Wladimir Lutschenko von CSKA Moskau. Eine Änderung dürfte es in der sowjetischen Aufstellung doch geben, und zwar spielt Maltsev, und vielleicht ist eben dies das Rezept, um die Maschinerie der Sowjetunion zwischen Linksaußen der Torschützenkönig der letztjährigen Weltmeisterschaft Jakuschew. Auf dem Eis mit Volchkov Nummer 9, Anisin Nummer 22 und eine Chance, ja, vor der Volchkov, 1:0 nach 6 Minuten und 9 Sekunden. Vorderkampf hat und das ist eben die doch relativ rasche Führung vor der Experten. Code Number 7, Alexander Bodenov Number 24. Und nun wird der Weltmeister. Hier ist wieder Moskau, hier ist wieder der Eissportpalast in der Lenin-Sportzentralanlage. Erstes Gigantentreffen bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 1973 in Moskau zwischen der Sowjetunion und dem Titelverteidiger Tschechoslowakei. Meine Damen und Herren, Sie wissen den bisherigen Verlauf dieser Weltmeisterschaft. Die GSSR hat eine überraschende Niederlage gegen Schweden mit 0:2 erlitten und die Sowjetunion hat wieder den großen Ruf zu verteidigen, nämlich den Ruf des oftmaligen Weltmeisters, und sie ist drauf und dran, hier den Titel sich zurückzuholen. Die Auspizien sind für die Sowjetunion sehr günstig. Ganz kurz zu den Mannschaftsaufstellungen. Bei der Tschechoslowakei im Vergleich zu den bisherigen Spielen heute wieder Jerzy Holeček im Tor und im ersten Sturm wieder rechts außen Klapatsch und im dritten Sturm spielt wieder Farda anstelle von Novak Mittelstürmer. Bei den Sowjets im Tor wieder Tretjak, ansonsten alles soweit unverändert. Ob Alexander Ragulin zum Einsatz kommt, ist nicht gewiss. Wahrscheinlich wird er heute doch nicht spielen. Jetzt hat das Spiel begonnen. Die Tschechoslowakei spielt im ersten Drittel von rechts nach links. Leider, meine Damen und Herren, sind auch den schwarzen Seitengeräten sehr, sehr schwer auseinanderzuerkennen. Vielleicht daran, dass die sowjetische Mannschaft, die ein wenig hellere Interessen trägt und um den Bauch einen breiteren weißen Strich hat. In Farbe ist es leichter, die Sowjets rot und die Tschechen und Slowaken in blau mit orangen Hosen. Und das sind die ersten Minuten dieses Spiels. Die Schiedsrichterbegegnung sind die Herren Bader aus der Bundesrepublik Deutschland und Lee aus den Vereinigten Staaten. Und im Bild haben wir den Betreuer der GSSR-Mannschaft, Dozent Dr. Wladimir Koska. Das ist Herr Bader aus der Bundesrepublik mit der Nummer 1. Und hier der Coach der sowjetischen Mannschaft, Sevolod Bobrov, seinerzeit einer der größten in der sowjetischen Eishockey-Nationalmannschaft. Kuzela. Mit Nummer 26 bei den Sowjets, Paladjev. Er bildet ein Verteidigungspaar mit Juri Jatkin. Schadrin. Voralik, einer der neuen Verteidiger in der tschechoslowakischen Mannschaft. Und erstmals energischere Anfeuerungen als sonst hier im Luschniki Eissportpalast in Moskau.
Karel Voralik vom Tesla Pardubitz. Alexander Maltsev und Holecek. Die ersten Minuten werden beiderseits noch recht nervös geführt. Beim Boxen würde man sagen, das ist noch eben die erste Runde. Noch kein echter Schlagabtausch bisher. Modunov. Und Richard Farder. Wie erwähnt, heute wieder Mittelstürmer im dritten Angriff mit Martinez und mit Palicek bildet er eine Linie. Das ist Josef Horeschowski. Auch er spielt also in diesem wichtigen Spiel. Anfangs wurde er bei der CSSR nicht eingesetzt. Doch für diese schwere Aufgabe hat man dem Routinier von Sparta Prag wieder vertraut. Und hier im Bild sein numerisches Pendant bei der Sowjetunion, die Nummer 3, das ist Wladimir Lutschenko vom CSKA Moskau. Eine Änderung dürfte es in der sowjetischen Aufstellung doch geben, und zwar spielt Maltsev in einem Sturm mit Schadrin und Jakuschew, und wahrscheinlich wird dann der dritte Angriff gebildet von Bodonov, Anisin und Martinjuk. Oder auch von Volchkov, das wird sich also noch während dieses Spiels im Einzelnen herausstellen. Jetzt auf dem Eis die Paradelinie der Sowjetunion, der Paradelinie von Moskau, dem Moskauer Zentralarmee-Club, Boris Michailov, der Kapitän mit Nummer 13, Wladimir Petrov, die Nummer 16 und Valeri Karlamov, die Nummer 17. Gespielt sind genau 3 Minuten, Spielstand noch 0:0. Auch bei der CSSR im Moment die Paradelinie auf dem Eis und im Bild haben wir Wladimir Petrov. Die Paradelinie der Tschechen und Slowaken, Klapac, Jaroslav und Jerzy Holik und die Abwehr, Machac und Pospisil. Das ist František Pospisil, der Kapitän seiner Mannschaft, Klapac und Michailov. Vasiljev. Kleines Missverständnis, aber Jerzy Holik, Pospisil. Dieser Pass kam nicht an, der Lauf der Weitschuss. Eines sieht man schon jetzt aus diesen ersten Szenen. Es wird wahrscheinlich ein hartes Spiel werden. Der Körpereinsatz wird vor allem von der CSSR möglicherweise stark betont sein. Und vielleicht ist eben dies das Rezept, um die Maschinerie der Sowjetunion zu stören, die bisher teils begeisterte, teils aber auch ein wenig enttäuschte. Das ist Palicek, Kochta, Nedomanski. Petro. Palicek, Kochta, kommt aber nicht an den Puck. Und am Puck einer der besten Verteidiger dieses Turniers, das war Alexander Gusev. Der Nummer 2, achten Sie auf ihn, jetzt im Zweikampf mit Jerzy Kochta. Das ist sein Kollege in der ersten Abwehr gewesen mit Nummer 6, Valeri Vasiljev.
Edermanski, Tochter, Kujela und ein Bulli. Nun zur Stimmung vor dem Spiel. Viele Experten meinten, wenn die Sowjetunion eine schnelle Führung erreicht, wenn sie bald in Führung geht, dann wird es um die CSSR sehr schlecht bestellt sein. Die Tschechoslowaken müssen darauf achten, das erste Drittel so ungeschoren wie möglich davon zu kommen. Dann haben sie gegen die Sowjetunion eine Chance, eine echte Chance. Denn wenn eben die berühmte russische Dampfwalze nicht ins Rollen kommt, dann kann man auch der Sowjetunion durchaus eine Niederlage beifügen. Alexander Maltsev, Jakuschew, ein etwas ungewöhnliches Experiment, gerade in einem solch wichtigen Spiel seitens der sowjetischen. Maltsev als Rechtsaußen in einen Sturm zu stellen, wo er doch gewohnt ist, immer als Mittelstürmer des ersten Angriffs zu fungieren. Also Maltsev heute Rechtsaußen, Mittelstürmer in diesem Angriff mit Nummer 19, Schadrin und dann Linksaußen der Torschützenkönig der letztjährigen Weltmeisterschaft, Jakuschew. Groß im Bild hatten wir Jerzy Bubla, den jungen Verteidiger der CSSR. Das ist der Jerzy Bubla. Streitet hier in Moskau seine zweite Weltmeisterschaft. Jetzt Jakuschew. Und Schadrin wird gehalten, regulär gehalten. Und dadurch konnte ein Torschuss verhindert werden. Erste gute Möglichkeit für die Sowjetunion. Das war nicht. Maltsev wollte hier Beinstellen provozieren. Jetzt wieder Jakuschew und Jerzy Holecek, der im Spiel gegen Schweden, das ja für die CSSR mit 0-2 verloren ging, eine großartige Leistung geboten hat. Ganze 55 Minuten lang, dann allerdings das wahrscheinlich entscheidende 0-1 verschuldete. Aber Jerzy Holecek ist ein Schlussmann, der seiner Mannschaft doch den nötigen Rückhalt zu geben imstande ist. Es gibt wieder ein Bulli im Verteidigungsdrittel der CSSR. Und jetzt dieser neu formierte Angriff der Sowjetunion auf dem Eis mit Volchkov Nummer 9, Anisin Nummer 22. Und seine Chance gab vor der Volchkov. 1-0 nach 6 Minuten und 9 Sekunden. 1-0 für die Sowjetunion. Und einer dieser neun aus dem neuen Angriff hat das Tor geschossen. Hier haben wir die Wiederholung. Zunächst eine Abwehr, zu kurz abgewehrt, der Puck ist frei für Volchkov, der die Situation sofort erkannt hat. Und das ist eben die doch relativ rasche Führung, vor der Experten die CSSR vor dem Spiel gewarnt haben. 1-0 also für die Sowjetunion. Und das Tor erzielte eben dieser neu formierte Angriff, der jetzt auch noch auf dem Eis bleibt. Подача Геннадия Цыганкова, номер 7. Also 9 Volchkov. 22, Анисин. И Александра Будунова, номер 24, шайбу забросил Александр Волчков, номер 9. USSR goal scored by Alexander Volchkov, number 9. Assist, Геннадий Цыганков, number 7. Alexander Budunov, number 24. Und nun wird der Weltmeister beweisen müssen, ob er wirklich in einer echten Krise steckt, wie es bisher den Anschein hatte nach dem Spiel gegen Schweden und die Bundesrepublik Deutschland, oder ob er doch imstande ist, wenn ich grün aufsteigen und in diesem wichtigen Spiel vielleicht doch noch ein Ergebnis zu seinen Gunsten herauszuholen. Wir haben wieder die Spielzeit rechts oben auf ihren Bildschirmen eingeblendet gehabt. Das bedeutet, dass noch 13 Minuten und etwa 20 Sekunden jetzt zu spielen sind. Im ersten Treffer. Boguslav Stasny. Petro.
einige Konfusion hier in der GSSR-Abwehr. Voralik. Wieder ein schwerer Fehler, aber noch einmal gut gegangen. Und Koch hat den Puck nicht gefunden. Aber es war kein ernstzunehmender Angriff der GSR. Schöner Pass für Karlamov und Holecek. Hirschi Holecek aus Kaschau. Die Wiederholung. Schuss von Karlamov. Gehalten. Ja, die Anfangsphase dieses Spiels gehört eindeutig der Mannschaft aus der Sowjetunion. Die Halle heute hier natürlich ausverkauft, ist gar 14.000 Zuschauer. Ben Pulli, Schadrin und Farber sind die Kontrahenten bei diesem Einwurf. Das ist Bubler. Jakuschew. Palicek. Guter Pass für Martinet. Barber, Horeschowski, Hubler, Versuch ein Powerplay aufzubauen, aber da schon die Störversuche des Rettungen, aber nochmals Palicek. Und jetzt endgültig daneben gegangen, Schabring, Jakuschew, Maltsev, sehr schöne Kombinationen. Verschossen hat Yapkin. Aber viel zwingender arbeitet im Moment die Sowjetunion. Das ist genau das Spiel, das wir von dieser Eishockey-Auswahl aus den letzten Jahren kennen. Farber, Martinet. Noch einmal Farber. Hubler und schlecht geschossen. Hirschi Holik schön freigespielt und knapp daneben. Das war eine gute herausgespielte Chance zur Abwechslung einmal von der GSSR. Pospischil. Wolchkov, Anisin. Anisin, der neue Star in der sowjetischen Mannschaft, der sich hier ganz groß im Vordergrund gespielt hat. Und Jan Klapatsch. Jaroslav Holik. Pospischil. Oldrich Machatsch aus Brünn. Lutschenko. Ja, die GSR versucht, so glaube ich, das einzig Vernünftige in dieser Spielsituation zu versuchen, das Tempo ein wenig zu drosseln, den Puck in der Mannschaft zu halten. Und GSR jetzt nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und immerhin, es gab eine recht gut herausgespielte Chance, die Hirschi Holik nur knapp vergeben hat. Alexander Gusev.
Karel Voralik. Schlechtes Abspiel. Vasiljev, Petrov. Michailov. Petrov, schöner Direktschuss. Das ist gar nicht so leicht. Puckbette Game. Bulli vor dem Tor der CSSR. Spielt sind 11 Minuten und 15 Sekunden in diesem ersten Drittel zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowakei. 1:0. Führen die Russen durch ein Tor von Volchkov in der 7. Minute. Barda. Martinez. Karlamov. Schlechter Pass, hätte genauer kommen müssen, dann wäre es eine Möglichkeit gewesen für Martinez. Karlamov, gut gemacht, Michailov. Blendende Körpertäuschungen, immer wieder, vor allem bei diesem Sturm. Und da gibt es die erste Strafe wegen Crosscheck für Alexander Kusev, die Nummer 2 der Sowjetunion. 2 Minuten sollte Schiedsrichter Bader und damit eine reelle Möglichkeit der GSR den Ausgleich zu erzielen. Der Толчок соперника руками удален на 2 Minuten Alexander Gusev, сборная Советского Союза. Spielerisch noch keine Alexander Gusev, Number 2, USSR. 2-Minute Penalty for Cross-Checking. Vor allem die GSR. Die Sowjets jedenfalls im Moment doch leicht dominierend, allerdings, wie gesagt, jetzt die Sowjetunion in der numerischen Unterlegenheit. František Pospíšil. Jakušev. Wenig zu langsam dieser Aufbau bei der Tschechoslowakei. Jaroslav Holik, Pospíšil, Jiří Holik. Und das bringt nur Zeit für die Russen. Schuss von Jiří Holik, Machac. Denen, die man von der GSR nicht gewohnt ist, gewohnt sind, sind wir solche Szenen wirklich nicht. Es scheint sich also mit der Krise beim Weltmeister doch zu bewahrheiten. Jaroslav Holik. Pospíšil. Machac steht frei. Da kommt er den Puckschuss und Retjak hat abgewehrt. Nur noch 30 Sekunden dauert die Strafe von Kuse. Noch einmal Machac. Und jetzt die Chance auf André. Petrov. Da ist ein Missverständnis, aber Michailov. Boris Michailov. Die Strafe wird gleich aus sein. Hirschi Holik. Nedomanski. Auch er hat schon besser geschossen und da ist die Mannschaft in diesem Gefüge vielleicht doch schon zu lange beisammen ist. Dass
die neue Kraft, ein neuer Schwung, ein neuer Elan in der Weltmeistermannschaft. Kochter. Anisin. Nedomanski. Palicek, das ist eine Chance. Gut gemacht, aber von Torhüter Trebjak. Voralik. Nedomanski wird angespielt. Und braucht zu lange. Kochter. Volchkov, Palicek, Kuzela, noch immer Kuzela, und jetzt hat Schiedsrichter der Bader abgepfiffen. 4 Minuten 37 sind noch zu spielen im ersten Spielabschnitt und wir haben den Vorhofplatz Stassny. Immerhin leichte optische Vorteile in den letzten Augenblicken waren für die CSSR zu verbuchen, aber vorerst Spielstand weiterhin 1:0 für die Sowjets. Schadrin. Schadrin, das könnte noch eine Chance werden, aber er hat schlecht gepasst hinter das Tor. Farda, gut gemacht von Farda und das müsste eigentlich einen Ausschluss geben, aber beide Schiedsrichter lassen weiterspielen. Maltsev. Und auch da hätte ich einen Ausschluss gegeben, aber es war in dem Fall die Kompensation der beiden Unparteiischen. Auch hier haben sie beide Augen zugedrückt und jetzt gibt es ein Pulli. Heute ist wenigstens Stimmung in der Halle. Die Stimmung hat ja hier an den bisherigen Tagen der Eishockey-Weltmeisterschaft meist gefehlt. Selbst bei Spielen der Sowjetunion war das Publikum recht reserviert. Aber heute, bei diesem Spiel der beiden Eishockey-Erzfeinde, wenn man so sagen will, da geht doch einiges. Klappatsch. Holik, da Jerzy Holik. Schöner Pass wieder von Petrov, ein sehr unsichtiger Mittelstürmer, Karlamov. Machatsch. Und jetzt gibt es klarerweise einen Ausschluss, wird angezeigt und jetzt schon gepfiffen für Valery Vassiljev. Wir haben den Valery Vassiljev von Dynamo Moskau. 2 Minuten. Wahrscheinlich gegen Beinstein. Der Толчок игрока, не владеющего шайбой, удален на 2 минуты Валерий Васильев, номер 6 сборная Советского Союза.
Valery Vasilyev, number 6, USSR. 2-minute penalty for interference. Also für Behinderung wurde die Strafe ausgesprochen. Jedenfalls weitere 2 Minuten numerische Überlegenheit der GSSR. Die zweite Zeitstrafe. Noch sind genau 3 Minuten zu spielen. Fritz Bader aus der Deutschen Bundesrepublik. Mit Schaffeli, einer der beiden Schiedsrichter heute. Kuschela. Missverständnis, was doch symptomatisch ist für die Verfassung der GSSR. Tochter. Tochter, Nedomanski, Tor, schön gemacht, 1:1 und der Ausgleich. Václav Nedomanski, 2 Minuten 25 vor Ende des ersten Drittels, vierte Wiederholung. Gute Vorarbeit von Kochter. Schuss angedeutet, vorbeigezogen, Pass zurück. Jetzt kommt er gleich. Nedomanski und endlich wieder mal durch. Irgi Kochter, Nummer 9. Scheibe забросил Václav Nedomanski, Nummer 14. Czechoslovak goal scored by Václav Nedomanski, number 14. Assist, Irgi Kochter, number 8. The USSR is now playing at full strength. Und die GSSR hat trotz vieler Schwächen und trotz vieler Missverständnisse jetzt den mehr als verdienten Ausgleich geschossen. Und da kommt es zu einer ersten und ernsten Rauferei. Stassny war dabei und Chigankov. Das Ganze ist vor der russischen Spielerbank passiert. Ja, also wäre so etwas gefährlich, weil dann wüssten sich doch alle Spieler in das Getümmel. Aber hier geht es doch diszipliniert dazu. Da schon her gibt es einen Ausschluss, und zwar für Bubler wegen Behinderung. War gar nicht genau ersichtlich, vielleicht bekommen wir die Szene wiederholt. Das wäre Bubler, der hinaus muss. За толчок игрока, не владеющего шайбой, удален на 2 минуты Богуслав Счастный, номер 12, сборная Чехословакии. Богуслав Счастный, номер 12, Чехословакия. 2-minute penalty for interference. Jedenfalls die dritte Zeitstrafe im ersten Drittel und jetzt zum ersten Mal numerische Gelegenheit der Sowjetunion. Paladjev. Machac. Schadrin. Jakuschev. Lutschenko. Fehler war das. Es war Ljapkin und nicht Lutschenko. Aber auch für die Sowjetunion klappt es gar nicht im Moment. Auch in der numerischen Gelegenheit nicht. Tochter. Schadrin. Maltsev. Gut herausgezogener Schuss, aber dann doch daneben. Letzte Minute. One minute left to play in the first period. Alexander Maltsev. Und Glück für Holecek. Michailov. Karlamo. Und wieder kann sich Farbe einschalten.
Nur noch 22 Sekunden dauert die Strafe von Stassny. Hier haben wir die Zeiten eingeblendet. 14 Sekunden noch Strafzeit und 21 Sekunden dauert jetzt noch dieses Spieldrittel. Ein Drittel, das dem Resultat nach in Ordnung geht, das aber spielerisch doch ein wenig enttäuscht hat. Karlamov. Кузев. Сборная Чехословакии в полном составе. Чехословакия is now playing at full strength. Und das Drittel ist um. 1:1 also hoffen wir nur, dass es in den beiden kommenden Drittel für uns etwas schöner zugeht. Achtung Wien, etwa eine halbe Minute noch. Im zweiten Drittel spielt die Tschechoslowakei von links nach rechts. Leider sind die Spielkleidungen der Mannschaften so undeutlich auseinander zu erkennen, dass man hier bereits von Protesten seitens der Eurovision spricht, aber bisher hat sich noch nichts geändert. Zumindest an der Dress und jetzt ein Schuss von Gusev, gleich in den ersten Sekunden. Das ist Jaroslav Holík. Oldřich Machač. Petrov. Michailov. Und Holeček. Sehr gute Aktion des Torhüters der Tschechoslowakei. Hier die Wiederholung. Machac kann sich nicht ganz durchsetzen in Michailov und hinter sich gegriffen und den Puck noch an sich gezogen. Jirschi, Midan, Holeček vom VSZ Košice. Schiedsrichter Lee aus den Vereinigten Staaten und dann Uli, Schavrin und Nedomanski. Вне игры. Offside. Gibt ein Bull in der neutralen Zone. Wieder Edomanski gegen Schavrin und erneut hat der sowjetische Mittelstürmer das Bulli gewonnen. Jakuschev. Maltsev. Kuzela. Kanter Pass, aber doch noch zu Kosta gekommen. Palecek, schön freigespielt und nicht gerade sicher bei dieser Abwehr. Ladislav Tretjak. Fehler von Jaskin, Nedomanski. Kochta.
Und jetzt kann Japkin seinen Fehler von vorhin ausbessern. Und da Malte völlig frei. Und mit Glück kann Kuschela hier die Situation bereinigen. Und jetzt wollte er den Puck hinausschießen. Wieder Malzev. Jakuschew. Noch immer die Sowjetunion im Angriffsdrittel. Und jetzt die Befreiung. Jerzy Kochta. Das gibt unerlaubten Weitschuss. Проброс шайбы. Айсен. Fast drei Minuten sind im zweiten Spielabschnitt gespielt. Und bisher ist dieses Match gezeichnet von, ich möchte sagen, von einem taktischen Schachspiel der beiden Betreuungen. Keine Mannschaft geht voll aus sich heraus. Keine Mannschaft will sich in der Abwehr Blößen geben. Dennoch gerade in der Abwehr bei beiden Mannschaften hier und da unerklärliche Fehler. Wieder der neue Sturm bei der Sowjetunion auf dem Eis. Martinez. Stastny, Farda. Farda. Alexander Vodunov. Ja, dieser neue Sturm, Vodunov, Anisin und Volchkov. Er kommt von Krylia Sowjetow Moskau, von dem Luftwaffenclub der Sowjetunion. Ist dies ein aufstrebender Verein in der ersten Division der sowjetischen Eishockeyliga. Schöner Schuss von Machatsch. Boris Michailov und gut reagiert wieder die Regie Holecek. Hier hatten wir diesen Reflex des Torhüters der CSSR und das war der Schütze Valery Charlamov. Vasiljev. Jerzy Holik. Petrov. Jerzy Holik, das wäre eine Möglichkeit. Jaroslav Holik. Parallel der Torlinie ist der Puck vorbeigegangen. Und da der Gegenstoß durch Michailov, Karlamov. Aber selbst dieser gute sowjetische Angriff, dieser technisch so gefinkelte Angriff, bleibt immer wieder hängen an der Abwehr. Und immer dann, wenn Machatsch und Pospischil auf dem Eis sind, dann ist die Abwehr der GSR sehr gefestigt. Sehr stark. Im Bild haben wir Jevgeny Paladjev gehabt. Und vergessen wir nicht, Holecek heute in großer Form und ein Torhüter ohne Fehler ist im Eishockey wirklich schon das halbe Spiel und der halbe Sieg. Kochta. Thank you.
Alexander Maltsev. Das war Eising, der Mann, war noch nicht zurückgekommen. Offside. Es gibt ein Bulli. Es war nicht Eising, sondern Abseits, sondern Versprecher. Also Nedermans gegen Schadrin. Und der Bulli verliert Nedermans wie fast immer. Jakuschew. Etwas mehr als 5 Minuten im zweiten Drittel gespielt. Und noch fehlt die große Spannung, die große Dramatik in dieser Begegnung. Es gab noch wenige Szenen, die uns richtig mitreißen hätten können. Aber wie gesagt, beide Teams wollen nicht aus der Reserve hervorkommen, wollen nichts riskieren. Nedermanski, es war eine schöne Einlage. Kuschela. Schadrin. Kochta. Palicek. Und abgewehrt von Tretjak. Richard Farber. Jatkin. Bodunov. Schöner Schuss. Und jetzt gibt es Tatsache. Ja, erste schüchterne Pfiffe wurden laut im Auditorium. Wir haben im Bild gehabt, da Vaclav Nedermanski, den Schützen des CSR-Treffers. Und das ist Sevolod Bobrov, der nicht ganz zufrieden scheint mit der Leistung seiner Burschen. Fehler von Gigankov, Möglichkeit für Martinet, aber er wird eben von Gigankov erfolgreich abgedrängt. Und jetzt Anisin. Bodunov. Gigankov. Und Tor! Tor durch Bodunov, das 2:1 für die Sowjetunion. 2:1, wir haben hier die Wiederholung. Policek kann abwehren. 7 Minuten und 10 Sekunden sind gespielt. Da ist Gigankov. Ein guter Pass, noch einmal Abwehr und Policek liegt am Boden und kann sich nicht mehr heben. Bodunov hat über ihn. Подача Александра Волчкова номер 9 и Геннадия Цыганкова номер 7. Шайбу забросил Александр Бодунов номер 24. Крылья СССР гол scored by Alexander Bodunov. Assist Alexander Volchkov number 9 and Gennady Tsigankov number 7. Petrov. Fehler und Karlamov Machac. Und jetzt Turbulenz. Der Puck ist nicht unter Kontrolle gekommen. Das war Glück. Ja, diese Phase muss die CSR jetzt überstehen. Jetzt legt die Sowjetunion an Tempo natürlich zu. Petrov, Kuzev, und Klapatsch, das war ein Fehler, aber noch ist die Gefahr nicht ganz bereinigt. Jetzt Alexander Kuzev,
Ein wenig konfus im Moment, aber das Tempo hat zugenommen. Und das Spiel könnte jetzt auch interessanter werden. Karlamov gegen Pospisil. Ja, wenn ich vorhin von Tore Biesen gesprochen habe, dann ist das vielleicht ein bisschen zu blumenhaft ausgedrückt. Aber immerhin diese neue Linie, die von Krylia Sowjetus Moskau kommt, hat sich mit zwei Toren eingestellt. Dafür glaube ich, dass sich Maltsev mit Schadrin und Jakuschew in einem Sturm nicht sehr wohl fühlt und noch nicht richtig ins Spiel gekommen ist. Und hier hatten wir wieder Alexander Gusev, von dem ich schon im ersten Drittel gesprochen habe. Ein technisch hervorragend, aber ein bisschen zu verspielter Verteidiger vielleicht. 2:1 also für die Sowjetunion und wir haben im zweiten Drittel noch 11 Minuten und 37 Sekunden zu spielen. Kochta. Gut gemacht von Palicek. Ein Backhandschuss, wo man die Schussrichtung als Torhüter nicht leicht erkennen kann. Maltsev. Wieder Alexander Maltsev. Ja, aber er kommt heute nicht zu der gewohnten Wirkung. Paladjev. Und wieder Maltsev. Guter Pass für Jakuschew. Schön, aber Schadrin hat diese hundertprozentige Chance vergeben. Schön herausgespielt. Maltsev, Jakuschew und Schadrin hat dann im Abschluss versagt. Jedenfalls bedrohliche Sekunden und Minuten jetzt für die Tschechoslowakei. Guter Pass für Martinet. Martinet! Ja, das könnte zumindest einen Ausschluss, wenn nicht mehr, geben. Ja, nur einen Ausschluss wegen Haken, sagt Schiedsrichter Lee. Ja, und wenn ich mehr angedeutet habe, dann wäre eventuell eine große Bankstrafe oder sogar ein Penalty zu geben gewesen. Es bleibt wahrscheinlich. За задержку соперника Клюшки удален на 2 минуты Юрий Ляпкин, номер 4, сборная Советского Союза. Юрий Ляпкин, номер 4, USSR, 2-minute penalty for hooking. Aber diese Szene verdeutlichte, wo die Schwäche der Sowjetunion liegt, eindeutig. In der Hintermannschaft. Ihre Stärke, das haben wir auch vorhin gesehen, liegt im hohen Tempo und in den verwirrenden Kombinationen im Angriff. Barda. Nun, vielleicht gelingt der GSSR erneut in der numerischen Überlegenheit der Ausgleich, wie das beim 1:1 durch Hedomanski der Fall war. Martinez. Bubler. Schlechtes Zuspiel. Und 40 Sekunden der Strafe von Ljapkin sind um. Zuschauerraum, Sie können es nicht sehen, eine kleine Kolonie aus der Tschechoslowakei, die nun mit dem berühmten Dotoho ihre Mannschaft anzufeuern versucht. Wieder einige Ungereimtheiten zwischen Jaroslav Holik und Wladimir Petrov. Aber die beiden kennen sich schon sehr lange von vielen Weltmeisterschaften und Schiedsrichter Lee muss die Reste
dieser kleinen Auseinandersetzung wegräumen. Das ist Wladimir Petrov. Er führt übrigens in der Torschützenliste mit 10 Punkten nach der kanadischen Punktewertung. Er ist ein sehr umsichtiger Spielertyp, vielleicht ein bisschen zu phlegmatisch, ein bisschen zu wenig schwungvoll. Wieder das Duell Holik gegen Petrov beim Bulli, Jerzy Holik, Jaroslav Holik, Nedomanski und fast hätte es Nedomanski wieder geschafft. Ja, Kostka und Pitner haben nun die absolut stärksten Leute hineingeschickt. Mach hat schon Postbüschel in der Abwehr und im Angriff Nedomanski und die beiden Holik. Machac. Петров. Он ангидует. Вне игры. Офсайд. Und jetzt sehe ich erstmals auch bei der CSR Ivan Linker mit der Nummer 21. Hier wärmt er sich auf. Er wird mit Martinez und mit Stassen eventuell dann einen Sturm bilden. Hat er sich wieder niedergesetzt, also das ist noch nicht ganz heraus. Aber möglicherweise kommt Linke jetzt in diesem zweiten Drittel erstmals zum Einsatz. Vorerst noch Martinez, Barber, Stastny im Sturm bei der CSR. In der Abwehr bleiben Pospisil und Machac auf dem Eis. Stastny. Michailov. Und nur noch 20 Sekunden Strafzeit. Richard Barber. Da gibt es einige Härteeinlagen an der Bande. Dennoch ein ziemlich faires Spiel bisher. Der Ausschluss von Ljapkin, der noch genau 8 Sekunden andauern wird, ist erst der vierte in diesem Match gewesen. Ja, und damit ist die Strafzeit ohne zählbaren Erfolg für die Sowjetunion. Sowjetunion Союза играет в полном составе. The USSR is now playing at full strength. Guter Stockeinsatz von Tretjak. Volchkov. Meine Damen und Herren, Sie wissen die Situation bei der Weltmeisterschaft hier in Moskau. Wenn die Sowjetunion heute gewinnt gegen die Tschechoslowakei und sollte sie dann am kommenden Samstag auch gegen Schweden gewinnen, dann fürchtet man, dass die Spannung dieser Weltmeisterschaft dahin ist, dass die Entscheidung bereits gefallen ist. Also des Interesses wegen noch eine spannende Weltmeisterschaft zu sehen, wäre fast ein Sieg der Tschechoslowakei. Проброс шайбы. Айсинг. Aber die CSR derzeit doch in einer kleinen Krise. Sie hat nicht das Spiel, wie zum Beispiel im Vorjahr in Prag bei der Weltmeisterschaft, nicht in der guten Verfassung und liegt jetzt 7 Minuten 24 vor Schluss des zweiten Drittels mit 1:2 im Nachteil. Jakuschew. Nedomanski.
Hedomanski. Palecek. Schön ausgespielt. Aber er kann nur einen Bulli herausholen. Ja, und Ivan Linke kommt jetzt höchstwahrscheinlich erstmals zum Einsatz. Anstelle von Jan Klappertsch in der Iglau-Linie, also mit den beiden Holigs. Und das hatten wir schon im Spiel gegen Polen, als Klappertsch ungefähr in der Mitte des Spiels eben gegen Linke ausgewechselt wurde. Zeigt, dass Jan Klappertsch nicht in Form ist. Petrov. Jetzt im Moment ist auch wieder die Spannung und das etwas höhere Tempo von vorhin vorbei und da haben wir Ivan Linker. 6 Minuten noch zu spielen. Linker. Vasiljev. Pospisil. Pospisil. Und das gibt einen Ausschluss für Petrov. 2 Minuten. Wahrscheinlich für Beinstellen. Herr Petrov, Sie haben gehakt, also hakt. За задержку соперника клюшкой удален на 2 минуты Владимир Петров, номер 16, сборная Советского Союза. Владимир Петров, номер 16, USSR, 2-minute penalty for hooking. Wen schickt Dozent Kostka jetzt hinein? Martinez, Farber und Stafny im Angriff. Und in der Abwehr wieder Machac und Pospisil. Die beiden sehr oft auf dem Eis in der Abwehr. Machac. Er ist ja ein gefürchteter Weitschütze. Farber. Pospisil. Da ging wieder ein Stock in Brüche, und zwar von Vasiljev, und der hat dann auch den Puck am Tor festgeklemmt. Valeri Vasiljev, Sie sehen es vielleicht, der hat eine etwas geschwollene Oberlippe, Spuren aus dem Spiel gegen Finnland. Fünf Minuten exakt im zweiten Drittel sind noch zu bewältigen. Die Strafzeit von Petrov dauert noch 1,38. Also noch einige Zeit, eine reelle Chance für die CSSR, den Ausgleich zu erzielen, nachdem die Sowjetunion einen Mann vorgeben muss. Martinez, Barda. Ja, das war mit der Hand. Dieses Tor hätte sowieso nicht gegolten, wenn nicht Freitag vorher schon den Puck an sich gebracht hätte und damit alle Diskussionen beseitigt hätte. Bleibt beim 2:1.
Franciszek Pospisil, der einzige Spieler von Son Kladno in der Mannschaft der CSSR. Farda, das war ein schöner Pass, aber Stasse versagt und Farda verschießt. Zwei gute Chancen dahin. Noch 45 Sekunden für Petrov. Wladimir Martinez. Und das schaut nach einer schweren Verletzung aus. Sehr hart gecheckt von Vasiljev. Hoffen wir, dass da nichts passiert ist. Aber ich fürchte, Martinez hat sich hier verletzt. Das hat sehr schlimm ausgesehen. Vielleicht bekommen wir die Wiederholung. Martinez haben ist der sowjetische Verteidiger des Öfteren schon abgesehen gehabt. Er ist vielleicht der spritzigste Angreifer der CSSR. Wird immer wieder hart gecheckt und abgeblockt. Ist hier aus vollem Lauf gecheckt worden und aufs Eis gekracht. Und während wir Petrov im Bild haben, wird Wladimir Martinez hinausgeführt. Der sieht doch benommen aus. Richtig groggy. Wladimir Martinez, der Regisseur, zeigt uns diese Bilder nicht gern offenbar. Aber wir sehen aus unseren Kabinen unter uns die Spielerbänke und Martinez macht den Eindruck eines K.O. geschlagenen Boxers. Aber es geht weiter. Noch 27 Sekunden die CSSR in der numerischen Überzahl. Kuzela. Hier hat Schiedsrichter Lee eingegriffen. Unfreiwillig natürlich. Václav Nedomanski. Сборная Советского Союза играет в полном составе. The USSR is now playing at full strength. Воралик. Und jetzt Петров. Вне игры. Offside. 2-1 für die Sowjetunion also und auch dieses Drittel nähert sich dem Ende. 2 Minuten und 51 Sekunden sind noch zu spielen. Das hat sich an der Spielcharakteristik gegenüber dem ersten Abschnitt nicht allzu viel geändert. Nur nach dem zweiten Treffer zielt von Bodonov einige Minuten ein höheres Tempo, mehr Spannung, mehr mitreißende Szenen. Jetzt wieder alles zum Alten. Beide Mannschaften sehr reserviert, was das Tempo anbelangt vor allem. Und beide Mannschaften haben auch gedacht, mit so viel Risiko als nur möglich zu spielen. So wenig Risiko, pardon. Ivan Hlinka. Kirschi Holik, Jaroslav. Kann sich aber gegen Gennady Chigankov nicht durchsetzen. Ja.
Motorsport, dann kommt das mal planen. Bei der Sowjetunion wieder der CSKA-Sturm. Michailov, Petrov, Karlamov. Auch da gibt es Missverständnisse. Vasiljev. Ja, Valeri Vasiljev hat hier seine körperlichen Fähigkeiten in den schmächtigen Richard Farber so richtig zum Ausdruck gebracht, nachdem er vorhin von Farber gereizt wurde. Проброс шайбы. I think. Erlaubten Beitschuss wurde vor dem Tor von Vladislav Tretjak. Ja, diese Szenen häufen sich in den letzten Minuten. Последняя минута второго периода. One minute left to play in the second period. Wir haben noch 59 Sekunden im zweiten Drittel zu spielen. Paladjev. Keiner ist in Voralik, muss weiterspielen. Und Václav Nedomanski versucht einen neuen, vielleicht einen der letzten Angriffe in diesem Drittel aufzubauen. Palecek. Nedomanski. Kochta. Und Sieger dieses Gestoffes blieb Juri Ljapkin hier am Puck. Juri Ljapkin. Noch 5 Sekunden und noch eine Spielunterbrechung. Ja, in diesem Drittel wird sich höchstwahrscheinlich nichts Entscheidendes mehr ereignen. Spielerisch nicht unbedingt auf Weltklasse-Niveau stehenden Match. Und da ist das Ende. 2:1 also nach 2 Spielabschnitten. Beide Mannschaften machen sich bereit zum letzten und entscheidenden Drittel im Spiel der beiden Eishockey-Giganten Tschechoslowakei gegen Sowjetunion. 2:1, also nach 2 Spielabschnitten. Nach einem
nicht sonderlich attraktiven Spiel bisher. Petrov, ein guter Schuss und Mühe für Poletschek. Die Sowjets jetzt im letzten Drittel von links nach rechts. Sollte die CSSR dieses Spiel verlieren, dann wird der regierende Weltmeister wahrscheinlich aus dem Rennen um den Titel 1973 sein. Dann verbleiben nur noch die Sowjetunion und die überraschend starken Schweden als Aspiranten um den Titel. Vnegri. Offside. In den letzten Jahren hat die CSSR eigentlich sehr gut abgeschnitten in die Sowjetunion. Voriges Jahr ein Unentschieden und ein Sieg, auch vor zwei Jahren war es so. In der Gesamtbilanz allerdings führt die Sowjetunion, wenn wir die Spiele der Weltmeisterschaft und Olympischen Spiele nehmen, 12 Siege der Sowjets, 6 Siege der CSSR und 4 Unentschieden gab es seit 1954, seit die Sowjetunion an Weltmeisterschaften im Eishockey teilnimmt. Paletschek. Kochta. Kochta, das war ein klares Foul. Wieder 2 Strafminuten. Und zwar für den Mann, der durch seine raue Spielweise schon aufgefallen ist. Valery Vasiljev, Verteidiger. За подножку удален на 2 минуты Валерий Васильев, номер 6, сборная Советского Союза. Валерий Васильев, номер 6, USSR, 2-minute penalty for tripping. Это же на самом деле bekanntes Raubein. Und das ist somit der 5. 2-Minuten-Ausschluss für die Sowjetunion. Einmal konnte die CSR den Vorteil der Überlegenheit ausnutzen. Eben nach 17:35 im ersten Drittel das 1:1 von Václav Nedomanski. Jerzy Holik. Sein Bulli Jaroslav Holik und Vladimir Schadrin. Mitunter geht es in diesem Spiel recht unsauber zu. Das sieht man nicht immer, vor allem nicht auf dem kleinen Bildschirm. Vor allem die Sowjets haben sich auf so kleine versteckte Fouls spezialisiert. Edomanski jetzt. Aber aufmerksam der 21-jährige, also noch recht junge Torhüter Vladislav Tretjak. Diese Wiederholung dieser Szene. Pospisil. Und es gibt erneut ein Bulli im sowjetischen Verteidigungstrikot. Und die CSSR wechselt aus. Und der dritte Angriff mit den beiden Flügelstürmern von Sösler Pardesik. Der Mannschaft, die in der CSSR-Meisterschaft, die ja noch nicht beendet ist, heuer so viel Furore gemacht hat, nämlich mit Martinet und Stafni und dem Mittelstürmer von Detail Brunn, Richard Barber. Jetzt aber Kochter,
den man in diesen Sturm hineingenommen hat. Das ist ganz klar, warum man Costa hier spielen lässt, denn Martinez hat sich von dem schweren Bodycheck im zweiten Drittel doch noch nicht ganz erholt. Koreschowski, Hubler, Koreschowski. Zu lange gewartet, hat Richard Barber nur noch 10 Sekunden Strafzeit für Vasiljev. Boleslav Štachny. Сборная Советского Союза играет в полном составе. The USSR is now playing at full strength. Retjak und inzwischen ist die Sowjetunion auch wieder komplett. Diese Wiederholung dieses an sich nicht sehr gefährlichen Schusses von Farber. Aber Retjak doch nicht voll auf dem Posten. Проброс шайбы. Айфэн. Es hat fast den Anschein, als ob die Sowjetunion mit diesem Ein-Tore-Vorsprung zufrieden wäre, als ob sie nun versucht, eben diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen und Hauptaugenmerk auf das Verteidigungsspiel zu legen. Machac. Karlamov. Und jetzt gibt es eine berechtigte Strafe für Jaroslav Polik. Noch wird aber das Vorteil, nein, das hat sich nicht abgeschnitten. Beinstellen offensichtlich. Und die zweite 2 Minuten Strafe somit für die GSSR. Jaroslav Polik. Der За подножку удален на 2 минуты Ярослав Полик, номер 5. Сборная Чехословакии. Ярослав Холик, номер 5, Чехословакия. 2 минуты for tripping. Karlamov, Vasiljev. Holik. Karlamov. Ein Fehler von Kusev. Das bringt wieder wertvolle Sekunden für die GSSR. Mikhailov. Gut gemacht. Vasiljev. Holecek. Karlamov. Und das ist das Tor. 3:1 für die Sowjetunion. Nach einer gut geplanten Aktion. Holecek konnte nicht mehr rettend genug abwehren, sozusagen. Hier ist die Wiederholung. Da kommt der Pass von Mikhailov. Der Schuss des Verteidigers. Holecek kann den Schuss nur kurz abwehren. Подача Бориса Михайлова, номер 13, и Владимира Петрова, номер 16. Шайбу забросил Валерий Харламов, номер 17. Сборная Чехословакии играет в полном составе. USSR goal scored by Valery Kharlamov, number 17. Assist Boris Mikhailov, number 13.
Vladimir Petrov, number 60. Czechoslovakia is now playing at full strength. Volchkov, Voralik, und hier hat Alexander Rodunov Mängel in der Puckannahme erkennen lassen. Ja, eines ist noch aufgefallen und wurde hier in der Pause zwischen unseren Kollegen von den verschiedensten ausländischen Stationen diskutiert, dass die Sowjets Teile der sehr unsauberes Eishockey spielen und darauf bedacht waren, die besten Spieler der CSR zu verletzen, und das sei ihnen auch gelungen. Martinez ist verletzt, Koreschowski wurde eine blutende Gesichtswunde zugefügt, Gapac ist ebenfalls verletzt ausgeschieden und auch Palacek dürfte ein wenig behindert sein. Ich glaube, dass Palacek, den wir schon lange nicht mehr auf dem Eis gesehen haben, doch auch eine ernstliche Blessur erlitten hat. Zumindest, dass neben die Sowjetunion mit unsauberen Mitteln versucht, den Gegner einzujagen. Und immerhin, die CSR ist auch ein wenig dezimiert. Linker spielt nun Lückenfüßer für Martinez im dritten Sturm. Und da ein Fehler von Stastny Maltsev. Jakuschew. Maltsev. Japtin. Barda. Jakuschew und Maltsev sind da. Maltsev. Und direkt übernommen, aber doch daneben. Aber noch immer Jakuschew. Diese gefährliche Situation hat sich CSR selbst sozusagen gebracht, da Stastny zur Spielerbank gefahren ist, sich austauschen lassen wollte, und plötzlich war dann Maltsev ungedeckt und zwei sowjetische Angreifer gegen einen Verteidiger aus der CSR. Das sind auch so die taktischen Kleinigkeiten, die dann mitunter recht gefährlich ausgehen können. Noch 13 Minuten 21 Sekunden. Die Sowjetunion führt 3:1. Und wieder weit in die Zuschauerränge hinein. Dieser Puck geflogen. Ein begehrtes Souvenir mehr für einen der 14.000 hier in Sushniki Eispalast in Moskau. Kirschi Holik. Ja, man reklamiert hier Beinstellen bei den Sowjets. Aber auch diese Attacke war nicht so sauber. Petrov, Karlamov, Kuse. Der heute nicht ganz an seine gewohnt gute Leistung herankommt. Machac. Setzt sich hier durch gegen Michailov. Kirschi Holik. Schön freigespielt. Gapac, der jetzt wieder mit dabei ist. Petrov. Karlamov, Petrov, sehr schön gemacht. Das war ein
echtes Kabinettstückchen. Und jetzt der Gegenstoß. Jerzy Holik, Oldrich Machacz und Alexander Kuse. Проброс шайбы. I think. Владимир Петров, der das vorhin wirklich sehr nett gemacht hat, hat den Puck praktisch an der Kelle weiter gleiten lassen. Und Holecek war zu seinem Puck so gut postiert, dass er diese Finte durchschauen konnte. Wolchkov und ein Bombenschuss von Lutschenko. Fodorov. Ja, jetzt versucht die Sowjetunion die endgültige Entscheidung herbeizuführen. Jetzt drückt sie. Und jetzt ist das Spiel auch wieder interessanter und vom ästhetischen Standpunkt auch besser geworden. Voralik. Nedomanski. Eine Möglichkeit für die Sowjetunion. Anisin, Bodunov. Und wie schon vorhin, Mängel in der Puckannahme. Damit diese gute Chance für die Sowjets dahin. Noch ungefähr 25 Sekunden. Dann wird zum letzten Mal die Seiten gewechselt. Aber noch einmal Maltsev. Mit Mühe diese Angriffsaktion der Sowjets durchbrochen. Chigankov, Maltsev, Maltsev noch immer. Und das war ganz klar wieder Beinstellen. Die Strafe wird angezeigt. Und jetzt müsste gepfiffen werden. Die Nummer 18 muss hinaus, der Verteidiger Milan Kuzela. Zwei Sekunden vor dem letzten Wechsel, der insgesamt dritte Zeitausschluss für die Tschechoslowakei. За подножку удален Милан Кужела, номер 18, сборная Чехословакии. Милан Кужела, номер 18, Чехословакия. 2-minute penalty for tripping. Letzter Wechsel. 10 Minuten im Schlagerspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft zwischen der UdSSR und der GSSR. Spielstand 3:1 für die Sowjetunion. Eine gute Leistung der beiden Schiedsrichter übrigens, das soll auch einmal gesagt werden. Bader und Lee, sehr korrekt und sehr aufmerksam in jeder Situation. Brasilien. Nicht ungefährlich, diese Spielerei. Unnötig. Aber vielleicht jetzt der schnelle Angriff zu Karlamov. Die Sowjets schicken eine neue Garnitur aufs Eis. Und zwar wieder den Schabrin-Sturm. Maltsev und Jakuschew am Flügel mit der Abwehr, Paladjev und Ljapkin. Die
wieder müssen neue Punkte geholt werden. Paladiev. Japtin etwas zu spät gekommen. Und jetzt Tochter allein gegen Paladiev. Kommt vorbei und Tor! Eine schöne Aktion von Jiří Tochter. Das ist der Anschlusstreffer. Und das Bedeutungsvolle an diesem Treffer ist, dass er in der numerischen Unterlegenheit erzielt wurde. Die Wiederholung dieses schönen Alleingangs von Jiří Tochter spielt Paladiev aus dem weiten Bogen und bringt dann den Puck noch vorbei an Tretjak, der hier eine Lücke aufgemacht hat. Damit nur подача noch Иржи Колика, номер 20. Шайбу забросил Иржи Кохта, номер 8. Czechoslovak goal scored by Иржи Кохта, номер 8. Assist Иржи Холик, номер 20. Damit ist die endgültige Entscheidung doch noch hinausgezögert worden. Dieser Treffer wird der CSR sicherlich Auftritt geben. Betone nochmal, es ist wirklich bemerkenswert, dass er in der numerischen Unterlegenheit erzielt wurde. Karlamov. Petrov. Karlamov. Kusev. Milan Kuzela muss noch 25 Sekunden warten, bis er wieder ins Spiel eingreifen kann. Jiří Tochter war das. Kusev. Weiß daneben geschossen. Michailov ist hier der schnellere, aber Farder im Puckbesitz. Und jetzt Karlamov. Сборная Чехословакии играет в полном составе. Czechoslovakia is now playing at full strength. Pospisil. Da einige wirkliche Konzentrationsfehler. Karlamov. Michailov könnte gefährlich werden. Aber Holecek, naja, das ist klar. Wenn der Torhüter angegriffen wird, dann kommt es meistens solchen Raufereien. Die erste echte Rauferei. Und da kommen noch einige Tschechoslowaken. Das heißt, die erste echte Rauferei bei dieser Weltmeisterschaft. Aber das ist ein Tabu im Eishockey, wenn ein Torhüter attackiert wird, da gibt es keinen Pardon, dann wird nur mehr hingeschlagen. Das ist ungefähr das größte Sakrileg, was sich ein Eishockeyspieler zu Schulden kommen lassen kann, eben einen Torhüter mit dem Körper träge wieder ganz zu greifen. Noch hat sich die Aufregung nicht abgelegt und der sowjetische Regisseur spielt wieder mal das Bild über das Bild, damit man das vielleicht nicht so sieht. Das ist vielleicht eher eine Zeit. Aber ich bin gespannt, was jetzt die beiden Schiedsrichter machen werden. Wahrscheinlich gar keinen ausschließen, das ist immer die kalifornische Entscheidung, da soll ich singen. Beratungen hier. Naja doch. Man weiß zwar noch nicht ganz genau, wer hinaus muss, aber auf jeden Fall ein Russe. War wird es Karlamov sein und Schiedsrichter Lee ist auch noch den Schuldigen von der tschechoslowakischen Mannschaft. In diesem ganzen Wirbel hat er auch übersehen, wer es tatsächlich war, der hier am meisten beteiligt war. Aber man kann ja nicht alle ausschließen, die bei dieser Rauferei beteiligt waren und praktisch als
symbolische Bestrafung wird jetzt wahrscheinlich von jeder Mannschaft ein Spieler hinaus müssen. Aber doch immer bei Karlam auf die Nummer 15. Ja, und das ist eine unnötige Verzögerung. Wenn also die beiden Schiedsrichter sich geeinigt haben, dann dürfte es solche Diskussionen nicht mehr geben. Und offenbar ist es klar, dass Bader und Mies bereits darüber eine Minute Strafe anzutreten. Wieder Diskussion, vielleicht ein nicht ganz so stark. За удар игрока рукой удалены Иржи Кохта, номер 8, сборная Чехословакии, и Рихард Фарда, номер 11, на 2 минуты. За нападение на вратаря удален на 5 минут Валерий Харламов, номер 17. И на 10 минут за недисциплинированное поведение. За удар игрока рукой удален на 2 минуты Владимир Петров, номер 16, сборная Советского Союза. Und ein neuer Fall ist eingetreten, also Kochter muss nicht auf die Strafbank, nur Farder, der allerdings noch Gesellschaft bekommen hat von Huscheler, glaube ich. Also es ist im Moment ein bisschen wirr hier, jedenfalls zwei Spieler der CSSR und zwei Spieler der Sowjetunion sind auf der Strafbank, somit 3 gegen 3. Michailov, Vasiljev, ist ein wenig kurios dieses Bild jetzt, Michailov, zwei so arg dezidierte Mannschaften. Postbeschehen. Machac, Pospisil, Machac. Kochta. Machac. Und bei derartigen Spielverhältnissen können sich wirklich nur die technisch besseren Spieler durchsetzen. Aber jetzt der Gegenzug, Michailov. Michailov und Holecek hat den Puck noch vor der Torlinie bekommen. Hat schon fast so ausgesehen, als ob das der nächste Treffer der Sowjetunion gewesen wäre. Hier ist die Wiederholung, aber Holecek fand sicher doch noch den Puck bekommen. Schaut aus mit den Strafen. 30 Sekunden dauern noch die 2 Minuten Strafen. Die 5 Minuten Strafe ist damit noch 3 Minuten und 30. Ich bin gespannt, ob es wirklich Karlamov ist, der die 5 Minuten Strafe bekommen hat. Er würde dann derjenige gewesen sein, der Holecek so angegriffen hat. Vasiljev, Holecek, immer wieder der Torhüter der GSR, der das Ärgste verhindern kann. Jerzy Holik. Das war abseits, ja, aber schlecht gemacht von Horoschowski. Вне игры. Offside. Noch 8 Sekunden. Und dann kommen die beiden GSR-Spieler und Petrov. Und jetzt erst wieder herein. Es kann aber auch sein, nachdem ein dritter sowjetischer Spieler auf der Strafbank ist, wir können Sie leider nicht sehen, dass eben dieser dritte Spieler die 10 Minuten Strafe bekommen hat. So, jetzt ist einmal die Strafe. Sporne Tschechoslowakie играет в полном составе. Petrov,
Czechoslovakia is now playing at full strength. 5 gegen 4. 5 Czechoslovakia gegen 4 Sowjets. Und dieses Verhältnis dauert jetzt noch 2 Minuten und 40 Sekunden. Also eine reelle Chance auf den erneuten Ausgleich. Aber da hat Petro der Gegenseite eine gute Möglichkeit vergeben. Zu spielen sind noch knappe 5 Minuten. Holik. Wieder sehr unsauber mit dem Ellbogen war das vorhin. Schenko, jetzt Vasiljev, Petrov. Petrov, Mikhailov und wieder mal ein kleiner Boxhit. Ja, die Gangart wird zusehends unsauberer. Jahre. Franciszek Pospisil. Vasiljev. Das war Glück. Abgefälscht. Holecek wäre nicht mehr rechtzeitig gekommen. Barber. Mikhailov. Aber die Sowjets sind sehr geschickt in der numerischen Unterlegenheit. Die Tschechoslowakei ist kaum ins Spiel gekommen und sie hat nur noch 1,5 Minuten genau Zeit, die Zeitstrafe, die große Bankstrafe von Karlamov in einen Treffer, der den Ausgleich bedeuten würde, umzusetzen. Machac, Nedomanski, Pospisil, Machac, Jerzy Holik und Jaroslav, sein Bruder, hat hier die Möglichkeit vergeben, abzustauben. Ja, jetzt muss ein Ausflug kommen, ein Ausflug für Holik. Wenn er sich hier beschwert, wird er gleich noch die Signalstrafe bekommen, die auch reklamiert wird von den Sowjets. Jerzy Holik muss hinaus. За подножку удален на 2 минуты Иржи Холик, номер 20-й, сборник Чехословакии. Jetzt in dieser Phase hätte die Kolik so etwas nicht erlaubt dürfen. Kuschela. 4 gegen 4 also jetzt. Und am Kopf ist Jakuschew. Rechtzeitig dazwischen gefahren. Vorali. Maltsev, eine Möglichkeit. Und wieder gut hineingeworfen. Diesmal war es Kuschela. Kochta. In der Spielzeit bleibt der Chelsea jetzt nicht mehr, denn in 10 Sekunden kommt dann auch der 5. sowjetische Spieler und wieder einmal eine kleine Raufeinlage
Jetzt gibt es offenbar eine Disziplinarstrafe für Alexander Malte, der hier Herr Bader, den Schiedsrichter, offensichtlich beschimpft hat, der unmissverständliche Gesten von Schiedsrichter Bader. Disziplinarstrafe. За недисциплинированное поведение удален на 10 минут Александр Мальцев, номер 10, сборная Советского Союза. Alexander Mikesov, number 10, USSR, misconduct penalty. Somit wird es vorerst beim Verhältnis 4 gegen 4 bleiben, allerdings nicht mehr lange, über 8 Sekunden. Ja, die zweite Disziplinarstrafe in diesem Spiel, bezeichnenderweise für die Sowjetunion. Und jetzt Boris Michailov hat laut aufgeschrien bei diesem Stoppschlag. Es wird auch eine Strafe angezeigt. Lutschenko, Jakuschew, noch viel zu beurteilen. Jakuschew wird dann hinausgeschossen. Und da ist Michailov schon wieder im Einsatz. Der, der vorhin so schwer den toten Mann markiert hat. Ja, Stoppschlag. Zwei Minuten und auch der zweite Holik geht hinaus. 2:17 noch zu spielen. Der Udar Sapirnika Klushkoi, udalen. На 2 минуты Ярослав Холик, номер 5 сборной Чехословакии. Ярослав Холик, номер 5, Чехословакия. 2 минуты penalty for slashing. Ja, Kopfschüttung bei der Tschechoslowakei. Jetzt geht es mit der Hose aus. 2:17 noch zu spielen. Die Sowjetunion ist komplett. Gegen 3 Spieler der CSR. 2 Minuten noch für Jakoslav Holik, 45 Sekunden für Jirschi Holik. Der Traum zum Ausgleich wird wahrscheinlich nicht umgehen. Jakuschew. Nein, Petrov ist es. Petrov und Holecek. Michailov. Noch genau 2 Minuten. 2 Minuten. Lutschenko. 2 Minuten left to play in the game. Jakob. Michailov. Und an die Stange geschossen von Petrov. Jakuschew. Und wieder ein Ausschluss. Wieder für einen Spieler der CSR. War für die Nummer 19 wegen Ellbogencheck Karel Voralik. Aber ich darf für ihn ein dritter Spieler herein, denn das gesagt in der Regel mindestens 4 Spieler inklusive Vormann müssen auf dem Eis sein. Aber damit ist die Chance für die Tschechoslowakei wohl endgültig dahin. 1:33 noch. За удар соперника локтем удален на 2 минуты Карел Вохралик, номер 19, сборная Чехословакии. Карел Вохралик, номер 19, Чехословакия, 2 минуты for elbowing. Obwohl, das muss man schon dazu sagen, im Finish jetzt in den letzten Minuten sich hier einiges ereignet hat, das nicht ganz gefallen hat. Petrov. Noch 1 Minute. Barda. Es wäre fast ein Wunder, wenn die Tschechoslowakei tritt gegen 5 Sowjets draufgehen könnte. So, jetzt sind sie aber immerhin zu viert, denn inzwischen ist Jirschi Holik wieder da. Theoretisch dürfte Jirschi Holik wohl herein, aber der CSR nur mit 3 Spielern weiterspielen, weil ja
noch vorrangig ausgeschlossen wurde. Sie erinnern sich. Ich bin gespannt, ob die beiden Schiedsrichter das erkennen. Ja, jetzt scheint wie aufzufallen, dass nur drei CSR-Spieler weiterspielen dürfen. Jawohl, da geht auch Farder schon hinaus. Und die letzten 54 Sekunden. Petrov. Schadrin, noch eine Möglichkeit. Wieder ein Bulli. Ja, durch diese Vorfälle im letzten Drittel ist es noch ein sehr strafzeitreiches Spiel geworden. 17 Strafminuten plus 20 Minuten Disziplinarstrafen für die Sowjetunion und 16 Strafminuten für die Tschechoslowakei. In einem Spiel, das, wie gesagt, schon rein spielerisch nicht hundertprozentig begeistern konnte und dass die Sowjetunion gewinnen wird, dass sie nicht unverdient gewinnen wird. Aber das letztlich doch nicht befriedigen konnte, dieses Spiel. Auch nicht dem Ergebnis nach. Jetzt kommt noch der vierte CSR-Spieler, nämlich Jaroslav Holek rein. Aber das wird bereits unbedeutend sein. Die letzten Sekunden noch ein Schuss von Michailov und abgewehrt von Jiří Holeček. Und nur noch 5 Sekunden zu spielen. Und ich glaube, wir können zu einem Resümee übergehen. Ich habe das Wichtigste schon gesagt, es war ein Gigantentreffen, das nicht so verlaufen ist, wie wir es uns erwartet haben, jeder Beziehung. Spielerisch war es kein begeisterndes Spiel und jetzt im letzten Drittel kamen noch einige Szenen dazu, die uns auch nicht besonders gefallen haben. In der Tabelle liegen somit an der Spitze nach diesem Sieg die Sowjetunion und Schweden, beide Mannschaften noch ohne Punkteverlust. Die Tschechoslowakei wird wahrscheinlich nach dieser Niederlage aus dem Rennen sein. Sowjetunion und Schweden mit 8 Punkten, also an der Spitze. Die Tschechen haben 4 Punkte, ebenso viele Punkte wie die Finnen. Und jetzt noch eine Unterbrechung und noch 3 Sekunden. Und da ist das Ende. Das Spiel ist aus. Die Sowjetunion siegt mit 3:2 die Drittelergebnisse 1:1, 1:0 und 1:1. Die Torschützen waren Volchkov, Bodunov und Karlamov für die Sowjetunion und Nedomanski und Kochter für die CSSR. Meine Damen und Herren, das waren unsere heutigen Übertragungen von der Eishockey.